So, willkommen zurück bei Let's Play Mario und Luigi Superstar Saga. Beim letzten Mal sind wir nur bis hierher vorgekommen, haben ein paar Rätsel gelöst, haben ein paar Haie bekämpft. Ja, todesmutig wie immer. Und ja, ich habe ein bisschen geredet und gelabert, wie immer eigentlich, und ziemlich viel sogar. Und also wirklich, irgendwie, ja, es war klar. Okay. Ich habe es zwar nicht gewusst, aber es war klar, wirklich. Abzusehen. Das ist doch hier wieder so ein Ort, wo ich eigentlich... Ja. Ja, natürlich. 20 Sekunden, warum das? Schickadau. Weil ich das zweimal machen muss? Nee, warum 20 Minuten? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, nee. Wie komme ich da hoch? Oh, scheiße, ich weiß. Oh. Oh. So was Nerviges. Ich bin aber auch schwer vom Begriff, deswegen daran liegt das dann. Ah ja. Nee, das hier ist nicht schön. Einmal der. Dann machen wir einmal den hier. Und dann geht das einmal so. Und dann machen wir einmal so. Oh, scheiße. Und dann machen wir noch einmal so. Und so. Oh, shit. Yeah, ich hab's geschafft. Verfickte Scheiße nochmal. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Oh. Ich bin gut, oder? Yeah. Puh. Alles da guter Reaktionsfähigkeit, wie immer. Und es ist immer noch früh am Morgen. Und ich habe noch nicht meinen Wecker gestellt hier. Abbrechen und starten hier. Ja. Naja. Gut. Das war vielleicht etwas suboptimal. Hallo Geist. Bist du schon mal verschoben worden? Ich glaube nicht. Ah, jetzt bist du es. Hahaha. So. Und yes. Yes. Das ist der erste Teil gewesen. Und jetzt können wir ja wieder... Jetzt gibt es noch einen anderen Weg. Nein, 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 fick dich, nein. Warte. Hey. Hey. Ich mag das nicht. Ich habe mich so daran gewöhnt, mit RB zu laufen. Es geht gar nicht. Ich will jetzt immer... Ich kann nicht... Ach, das ist furchtbar. Schubidubidubabu, schubidubidubabu, schubidubabu. Wat? Willst du mich verkackeiern? Oh, nee. Das geht auf Luigi. Geht doch nicht gut. Jeder Gegner macht so verdammt viel Schaden. Wir sind trotzdem nur 6 Hits oder sowas, aber... Tja, die Gegner sind alle One-Hits. Hm. Sollte ich mir wahrscheinlich keine Gedanken darüber machen. So doll. Fick dich einfach. Auch wieder ein Level. Das war doch mal wieder dringend nötig, ja. Leben egal, scheiß drauf. Ah, Verteidigung. Oh yeah, wie eine Eisenkugel. Oh. Tja, wen haben wir denn hier noch alles? Irgendwelche Gegner, die so unglaublich interessant verfickte Scheiße. Ich will nicht kämpfen. Ich bin doch eigentlich Pazifist. Oh. Ihr seid doch kacke. Wieder Luigi. So, jetzt habe ich es aber. Oh, das war das erste Mal, wo ich den Laser zerstört habe. Beziehungsweise diese riesige... wahrscheinlich Säureblase oder was auch immer das ist. Ach, jetzt haben wir wieder... Nein. Oh yeah. Hohe Blasen. Kenne ich ja. Wo ist denn hier... Wo? Was? Der hat mich abgeschossen. Mit einem Herz. Holy shit. Heilige Scheiße. Habe ich gerade holige Scheiße. Oh nein, ich habe wieder auf den roten Knopf gedrückt. Das ist mies.
guckt euch das Raketenfieder an. Das ist doch nicht lustig. Scheiße, ich habe den falschen angegriffen. Hoffentlich ist das auch ein One-Hit. Nein, ist es nicht. Ach, wenigstens hat er nichts drauf. Ah, warum hat der so lange gewartet? Mann, das ist unfair. Das dreht er wieder auf Luigi. Das geht doch nicht gut. Na. Also wirklich, ich kann auch gar nicht ausweichen. Aber wenigstens war seine Attacke einfach. Du. Und tot. Hallo, gar keine Erfahrung gemacht. Mann, hier sind so viele neue Gegner. Oh, ich muss mal bald meine Pilze aufstocken. Nähe ich mich? Nein. Nein. Oh. Fliegen über meinem Kopf die Herzen. Das ist verdächtig. Das ist extrem verdächtig, was das hier... Also wirklich. Luigi, lass dich nicht so hängen. Ja, geht wenigstens auf Mario. Immer beim Schwimmen ist der nasse Sack, der runterhängt. Und ihr versteht, was ich meine. Naja. Was macht der jetzt? Ach, wieder auf Mario. Und der Angriff, ja, der ist doch einfach zum Ausweichen. Ja. Oh, Alter, ich frag mich, wann wir wieder zurück im Bodenland sind. Also wir sind ja jetzt auf dieser komischen Insel. Warum ich das mache, weil es verdächtig aussieht und es trotzdem nur so eine Grinsebohne gewesen. Ich weiß zwar nicht, was es noch unter Wasser gibt, aber Grinsebohnen sind das, was ich wirklich nicht will. Cheep, cheep, cheep. Das ist aber ein cheep, cheep, cheep. Ich schwimme hier einfach nur so rum, um zu gucken, ob da jetzt noch so ein Lachbodenblock ist. So ein versteckter, aber ich habe keinen gefunden. Mensch, so eine Speedmänner. So, dann machen wir mal. Schocken wir mal Mario ein bisschen und dann machen wir das. Yeah. Und dann können wir. Oh. Es gibt noch was, das ich machen muss, oder? Scheiße. Speichern wir erstmal hier. Achso, nee, die Folge. Ich wollte gerade die Folge beenden, aber das ist noch lange nicht Zeit. Dann können wir ja vor dem, was uns da erwartet, wahrscheinlich die Folge beenden, wenn es gut läuft. Dann haben wir noch einen kleinen Cliffhanger oder sowas, wie man das nennt. Und in der nächsten Folge unseren Bosskampf. Aber jetzt habe ich verraten, dass da ein Bosskampf kommt. Ich bin auch ein Trottel. Ah. Musste man das hier machen? Ah, ja. Genau. Was ist denn hier? Ah. Ich weiß, was hier ist, oder? Ja, das musste sein. Wirklich, das ist manchmal so auffällig. Ja, das dürfte gut in der Mitte sein. Na? Wo sind wir gerade? Ach so. Ja. Hier werden wir, wo das jetzt in der Mitte der Karte ist, dieser kleine Raum, da waren wir eben gewesen mit dem Speicherblock und da oben, da werden wir dann gleich hingehen. Da ist noch so ein Raum und dann sind wir da wieder am Anfang. So geht das am Ende alles gut aus und ja, hier sind wir über jetzt gewesen. Da sind wir jetzt wahrscheinlich, hoffentlich beim letzten Gebiet, das wir machen müssen. Ich weiß es nicht genau und ich will es auch nicht genau wissen, weil ich dann wieder Depri bin. Aber ich hoffe, das wird jetzt erstmal das Letzte für diese Insel. Na, sag's mir. Ja. Gut. Bosskampf kommt in dieser Episode. Ganz eindeutig. Ja. Wer jetzt anders erwartet, ich bin einfach immer so schnell. Da kann ich gar nicht anders. Da muss alles in eine Episode kommen. Und ich spule nicht mal vor heute. Also ich habe ja diese Episode gar nicht vorgespult. Mensch, in der letzten Aufnahme habe ich mir am Ende richtig angewöhnt, dauerhaft den Vorspulknopf so fast gedrückt zu halten. Oh. Ah, jetzt laufen wir erstmal. Oh, ich verschlucke jede halbe Silbe, Mensch. Oh, wen haben wir denn da? Oh,
dir den Typen an. Hey Paguri, wie gefällt dir das ungefähr so? Gut, ich merke, du hast einen Fit für Vorurteile. Ah. Gut, ich merke, du hast einen Fin für vor etwas. Ah, fuck. Vor etwas. Hey. Was pfifft? Ich kann das nicht so vorlesen. Waff ift. Wollt ihr mir auch beim Pfmücken helfen? Nee, lieber nicht. Huch. Ganz. Bist du etwa der Nikolaus? Dun, dun, dun. Nein, ich bin Paguri. Was ist los? Also genauer betrachtet, die roten Kleider und der Bart, bist du etwa diese Sprünge tatsächlich? Marius im Pilzkönigreich. Der berühmte Marius hier, das ist nicht der Moment, sich herauszuputzen. Oh, ach so, dich herauszuputzen. Kreisch, wirklich. Er ist es. Darf ich deinen Bart anfassen? Ihr habt mich vorhin niedergetrampelt, ihr Wichser. Dieser Sprung, wie grazil. Nein, das erzähle ich nachher all meinen Freunden. Nein, nein. Und mein Schmuck? Hm? Wer? Du? Na, du bist der Typ, der Mario begleitet, oder? Ich? Unser Bruder. Moment mal, der Typ mit den grünen Klamotten und mit Bart ist. Du bist doch der berühmte Stubenhocker. Luigi! Yay! Wie faszinierend! Wie alt bist du? Bube oder Dame? Brustumfang? Und der Bauch? Die Hüfte? Der rastet doch jetzt übelst aus, oder? Oh, Wahnsinn. Manu, wegen euch kann ich mich nicht mehr vermögen. Spürem Friege. Wenn ihr eh nur stören wollt, dann verpisst euch. Ja, ja. Pfifft. I see what you did there. Also, Paguri. Wohin willst du es? Auf den Kopf? Auf die Schere? Vielleicht auf die Sternbohne? Aber die kann ich nicht angreifen. Mist. Ich dachte, das wäre irgendwie cool geworden. Flammenbrüder, wow. Angriff mit Feuerball. Aber das hier ist immer noch die effektivste Attacke, glaube ich. Nein, ich habe daneben. Oh. Oh. Scheiße. Oh. Ey, was war denn das für eine Krabbe? Die hat mich erschreckt. Wow. Oh, Mistkerl. Hier, Donnerbrüder, fick dich auf 1. Nein. Gut, das war schlecht. Immer wenn ich seinen Kopf angreife, dann macht er wahrscheinlich. Ah. Ah, ich muss einfach verflixt und zugenäht. Da muss ich mir wohl einen Plan zulegen. Ey. Ey! Weißt du was? Wie gefällt's dir eigentlich, wenn du gar keine Scheren hast? Also ich meine jetzt mit gar keine, meine ich wirklich gar keine. Oh. Wow. Wow. Sack. Ey, ich hab doch. Nochmal Donnerbrüder. Wie geht der? Blub. Blub. Ich krieg die nicht hin. Weißt du was? Ich mache einfach eine normale Hand. Oh. Was macht ihr mit meiner Verzierung? So geht das nicht. Ich muss ihn einfach nur anbrennen. Schlagbrüder in your face, würde ich mal sagen. Oh, der war gut. Noch nicht tot.
Der ist aber gut. Oh, ist seine Schere schon kaputt? Oh. Oh. Traurig. Du hast immer noch Verteidigung down, ja? Vielleicht klappt es jetzt ausnahmsweise mal. Yeah. Und der ist tot, ja? Ja. Alter, Schlagbrüder ist auch wirklich eine mächtige Attacke. Ja, Luigi level up. Yay, yay. Oh, eine 2. Und die war direkt nach der 5. Oh. Ihr müsst Paguri entschuldigen, er neigt ein wenig zu Rohheit. Entschuldigt bitte. Es war unser Fehler. Aber sag mal, seid ihr nicht aus einem bestimmten Grund hergekommen? Ja, eigentlich schon. Was, das Bohnenfragment an der Schale? Ach, diese Bohne war derart bedeutungsvoll. Ja. Hast du gehört, Paguri? Ach, so ist das. Verstehe. Verflixt und zugenäht. Da. Oh yes. Die erste Sternbohne. Oh yes. Du erhältst ein Sternbohnenfragment. Du brauchst nur noch 3 Fragmente. Das hätte ich auch selbst sagen können. Das, dabei hatten wir uns so viel Mühe gegeben mit dem Schmücken. Vielleicht hat er das gesagt. Dabei hatten wir uns doch solche Mühe gegeben. Ja, das hat die... Ach, verdammt. Naja. Was, ihr wollt schon gehen? Hm. Bleibt doch noch eine Weile. Superstars sind halt immer sehr beschäftigt. Wenn ihr zurückgeht, dann ist hier ein... Das hier ist eine Abkürzung. Ja, hätte ich mir denken können, ich wäre nicht den vollen Weg gegangen. Blöde Tinte. Ah. Hier hinten? Nö, irgendwie nichts. Ach, war richtig. Achso, ja. Richtig voll aufladen und dann hier abfeuern. Mann, das ist ja wirklich toll. Das ist ja wirklich faszinierend. Und damit haben wir jetzt das erste Sternbodenfragment und können erfolgreich, schätze ich mal, unsere Folge beenden. Ja, ich dürfte so langsam hinhauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und wir werden mal sehen, was wir in der nächsten Folge so machen. Und bis dahin. Schönen Tag noch und ciao, ciao.